Thomas. Aber das war eine tolle Ansage. Danke. Ja, ne? Ja. Ja, das meine ich auch genau so. Also wirklich. Und nein, dass ich mit dir singen darf, das finde ich ganz toll. Ja, und dann noch ein Duett. Ja. Also ich meine, natürlich, zu zweit ist es immer ein Duett. Ich meine, wollte eigentlich sagen, allein ein romantisches Duett. Duett. Ja. Und weißt du was, das ist, ich finde, das romantischste aller Duette überhaupt. Das hat was. Endless Love, ihr Lieben. My Endless Love. Ja, das ist ihr Platz 35. Wollen wir es aber vielleicht uns ein bisschen atmosphärisch schön gestalten? Ach, du willst hier eine andere Kulisse? So ein bisschen oder wie so eine Fototapete, so aus den 70ern. Ja, ja. Oh. Ja? Wollen wir mal? Nee. Okay, das ist romantisch. Sehr romantisch. Romantisch. Wer hat das ausgesucht? Ich hab keine Eisenbahnromantik, Leute. Eine schöne, romantische 70er-Jahre-Fototapete. Na, das ist der Thüringer Wald. Ja, das hat, ich glaube, sowas haben auch viele. Hattest du auch eine Fototapete zu Hause? Ja, klar. Du auch? Nee. Ich hatte eine. Ja? Ich hatte eine in meinem Jugendzimmer. Ja, das hatte ich so. Wie alt warst du da in der Jugend bei dir? So? 14, 15 fing so an. 14, 15. Fing so an. Ja, heute ist es ja noch früher. Heute ist es ja schon mit 11 oder so. Aber es war wirklich so Sonnenuntergang mit so Palme und so Südsee. Das war, du hattest mit 14 eine Fototapete mit einer Palme und einer untergehenden Sonne? Ist das toll. Ja, es wäre besser als andersrum, ne? Eine untergehende Palme mit einer aufgehenden Sonne. So, aber nein. Nein, aber gut. Könnt da vielleicht was so eine haben wir denn romantisch? So eine kleine Sonne, untergehende Sonne, was zum Kuscheln, Schmusen. Ihr wisst schon. Das war die Sonne, das war die gleiche Ja, so Sonne. In der Art? Wollen wir es, ja? Ja? Mhm. Okay, dann würde ich sagen, pass auf, ich mache mich noch einmal ganz kurz bühnenfein. Ich freue mich drauf. Magst du dich mal umdrehen, wenn okay, Damen ja sich umziehen? Ja? Ich verschließe die Augen. La, 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 la. Ist okay? Nee, 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 noch nicht. Okay, was kommt denn jetzt? La, 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 la. Was machst du da? Ach, ich muss mich nur, ich muss mich noch ein bisschen... Machst du dich nackig oder was? Bitte dich. So, wir können beginnen. Okay. My love, there's only you in my life. The only thing that's bright. My first love, you're every breath that I take. You're every step I make. Vielen Dank.
Danke, danke, danke. Oder? Dankeschön. Ja, also jetzt sage ich euch mal ganz ehrlich was. Jetzt hat die Mary gerade so gemacht. Und auch ich habe mir wirklich sehr viele Gedanken gemacht, ob ich das überhaupt so, ja, vor euch, die ihr nun wirklich das absolut hauptberuflich macht mit dem Singen. Das, Schatz, ist das schon, hast du toll gemacht. Ihr habt das beide toll gemacht, muss man jetzt wirklich sagen. Dankeschön. Das ist ja keine, einfache Nummer, ne? Ja. Also so Diana Ross und Lionel Richie nachsingen, das hat ja schon was, ne? Oh, guck mal. Lass uns doch einfach mal jetzt, wo wir dich bei uns haben, Thomas, ja, was mich ja total freut. Wir haben dich angerufen, hast sofort gesagt, ich bin dabei. Das ist ein schönes Thema. Live singen sowieso, da könnt ihr mich immer anrufen. Ich habe dich aber auch eingeladen, weil du aus meiner Sicht wirklich der Frisurenkönig Deutschlands warst. Aha. Ja, du hast wirklich, vielleicht haben wir da mal was vorliegen. Also Thomas kommt, Anders, ja, ja. Guckt euch diese Außenföhnwelle an. Sag mal, dass du, ich habe damit gerechnet, dass du einen Lachkrampf kriegst, wenn du mich mit dieser Kette siehst. Ich dachte, du meinst das ernst? Ach so, oh, entschuldige. Und natürlich meine ich das ernst. Ach, heiliges Bimbam. Ja, also diese, wer hat dich da beraten? Ja, das war damals auch so diese Zeit, ja, ne? Dass man die Haare, ja, länger wachsen ließ. Und das war auch eine sehr verrückte Zeit, wo sehr viel geschminkt wurde. Und wenn man an Depeche Mode denkt, wenn man an Boy George, die 80er, die waren ziemlich crazy und androgyn. Das ist doch total stimmig. Das stimmt doch alles miteinander. Das ist absolut. Das war für uns damals einfach. I would like to know what he won the medal for. Ich würde gerne wissen, wofür er die Medaille gewonnen hat. Du meinst das Bundesverdienstkreuz unten oder das the Blue Stone. Oder das andere Zeichen, was oben ist? Der blaue Stein. Das ist einfach Mode. Das habe ich mit einem Jackett gekauft. Das war ein Geschenk von Dieter. Ja, weil er mich so mag. Weil er dich so lieb hatte damals, auf jeden Fall. Thomas Anders mit You're My Heart, You're My Soul.
Mal ganz anders, habe ich auch gerade. Bitte nimm doch wieder Platz, Thomas. So schön. Da hast du aber auch ein ganzes Album davon, glaube ich, in der Version. Ja, davon habe ich ein ganzes Album. Heißt Songs Forever. Ist schon ein bisschen älter und das sind wirklich solche Songs, so meine Lieblingssongs aus den 80ern. So. Es ist wirklich alles dabei, was ich mag und alles in diesem Thema. Aber dieses Lied, das wird dich auch dein Leben lang weiterverfolgen. Da gibt es ja Schlimmeres. Ne? Ich finde auch. Und du hast mal gesagt, ich glaube, man kann mich auch um 2.47 Uhr wecken und ich hab's drauf, den Text. Das ist wirklich so. Also egal, wo irgendwas ist, wenn ich hinkomme, entweder wird es in der Pizzeria gespielt, wo ich halt eben hinkomme oder sonst wo, aber man kann mich wirklich mitten in der Nacht wecken. Und wenn jemand sagen würde, pass auf, Kamera, Ton ab und ich würde machen, you're my heart, you're my soul, das wäre da. Es wäre da. Ich habe den Titel, glaube ich, in meinem Leben 5.000-6.000 Mal gesungen. Ich habe dich auf Platz 10 gesetzt, es war Platz 11. Aber ich finde, das aus gehörte der Nummer kommst gerade, du jetzt aber mal ich ganz finde gerade raus, in der Version nicht? Gehörte das in die Top 10. Ja, okay. Das wäre ja früher undenkbar gewesen. Ne? Ja, also aber das ist, so haben die Zuschauer hier gewählt und ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Platz. Jetzt werden wir einfach mal weitermachen, gucken, was sie dann danach gewählt haben von den Plätzen 10 bis 8.